So, ein wunderschönes mein Lieben, herzlich willkommen zu einer neuen Folge Gib mal Feuer. Heute zu Gast, ich brauch gar nicht. Einfach coolster Warsch ist hier. Wunderschön, dass du da bist. Freut mich übelst. Danke für die Einladung. Brauchst keine Introduction. Ich weiß gar nicht. Lass mich mal kurz überlegen, wie wir jetzt hierzu kommen. Von meiner Warte aus, also du kannst auch, ist kein normales Interview, ne? Also, wir sind Gespräch. Bist du so heißer, Alter. Fortuna Düsseldorf hat gewonnen. Ah, okay. Die haben verstehe. Die haben am Samstag gespielt und haben 2-0 gewonnen in Wiesbaden und sind auf dem dritten Platz. HSV hat verkackt. Das heißt, wenn wir ganz viel Glück haben, steigen wir dieses Jahr in die erste Liga auf. Mhm. Und da ich Hardcore-Düsseldorfer bin, auch 3 Auftritte hatte in Düsseldorf. Okay, verstehe. Ja, ich weiß. Heute Morgen ist die Stimme halbwegs wiedergekommen. Gut, na, ist doch cool. Ja, das zur Erklärung. Genau, lass mich mal kurz überlegen. Genau, was ich sagen wollte, es wäre cool, wenn du während des Gesprächs auch ein bisschen Interesse an meinem Leben heucheln könntest. Müssen wir mal schauen. Ja, alles gut. Tagesform abhängig. Vollkommen in Ordnung auch. Aber von meiner Warte ist das aus, ich war auf dem Gymnasium, 18, 19, irgendeiner kam, meinte so, kennst du schon, hier, Kool Savas, Pimp-Legionär, ich so, was ist ein Pimp? Hatte mir irgendwas gezeigt, wurde so voll schnell gerappt und voll viel Schimpfwörter. Ich so, nee, da ist nichts für mich. Dann 2004 war das, glaube ich, kam ein Kollege mit, war das Bester Tag oder so und Renexekution und da war so, okay, crazy, da warst du auf dem Schirm. Dann hatte ich 2012 eine ganz, ganz schlimme Phase, wo ich so Mietnomade war und alles verzockt habe. Da kam Aura, da hat meine Ex-Freundin mir Konzert für Köln waren wir, glaube ich, beim Aura-Konzert auf der Tour waren wir. Ja. Da bin ich ein Jahr später nach Berlin gezogen, Rapper Mittwoch gemacht, Pisek kennengelernt und dann waren wir irgendwann in der Shisha-Bar und dann kamst du rein und dann war schon so rumort, okay, das ist was kommt da. Und dann kamst du auf mich zu, hast mich auch, ich weiß nicht, ob du mich erkannt hast, aber du meinst so, hey, Rapper, was geht? Und ich wusste nicht, ich weiß bis heute nicht, wie das gemeint ist. Also in meinem Kopf war so... Immer nett. Es gibt 2 Optionen. Yeah. Entweder hast du dir gedacht, ich kenne ihn von Rapper Mittwoch, aber mir fällt der Name nicht mehr ein. Oder du hast gedacht, ich hab seine Battles gehört, Rapper ist der nicht, deswegen nenne ich den jetzt. Nein, Quatsch, das war nie böse gemeint. Nee, nee. Ja? Immer nett. Ja, ja, ich kannte ja die meisten Gesichter von Rapper Mittwoch, auch wenn ich nicht jeden hätte zuordnen können, aber ja. Okay, weil in meinem Kopf war immer so, ich immer Pessimist bin, ich immer so, fuck, Alter, aber ich kann nichts dagegen sagen, weil er hat ja recht, ich bin kein Rapper. Aber dann saß der auch, dann haben wir da, keine Ahnung, Pfeife geraucht und irgendwie, weiß nicht, 2 Jahre später haben wir dann kurz vorm Alpha Royal mal Kontakt gehabt, so ein bisschen geschrieben, ein bisschen hin und her philosophiert. Und dann kam ja dieses sagenumwobene Finale da. Mhm. Und da, ja, ich glaube, das ist... Wir haben uns aber auch noch beim Dings, beim Frauenfeld. Stimmt, haben wir auch noch. Wo du mit Lars im Backstage noch geübt hast und dann bist du, warst du Headliner, ne? Nicht wirklich, nee. Deutscher, weiß ich nicht, vielleicht Deutscher, ich habe keine Ahnung. Aber auf der Hauptbühne hast du ganz spät gespielt, das weiß ich noch. Das kann sein, ja. Ja. Und sonst sind wir uns eigentlich nie über den Weg gelaufen, ne? Selten. Ja. Hast du denn irgendwas von mir comedy-mäßig auf dem Schirm? Ich glaube, ich habe einmal einen kurzen Take gesehen, ja. Ja. Aber ich war eher mehr so, mir haben deine Battles besser gefallen als deine Comedy. Wenn ich das überhaupt von dem wenigen, was ich kenne, ja, comedy-mäßig überhaupt so bewerten darf. Ja. Kann. Und wie siehst du das? Wie war das für dich? Weil du warst Rapper Mittwoch, warst am Anfang dabei, warst auch mal Jury und so, pipapo. Und wie ist das so als Halbaußenstehender, die Entwicklung von Battle Rap in deinen Augen? Mittlerweile komplett Außenstehender, ne? Es ist doch eine eigene Welt. Und ich glaube, das merkt man ja auch immer wieder, wenn einer von den, ihr nennt es immer Industry-Rappern, wenn er so seinen Schritt in die Battle-Rap-Welt wagt, ne, dass das dann oftmals nicht so richtig geil funktioniert. Ich meine, ich komme aus dem Battle-Rap-Ding so, ne? Aber damals gab es eben keine Written Battles. Das war bei Feuer über Deutschland, was ich ja damals ins Leben gerufen habe. War das erste Mal, dass man gesagt hat, Written Battles so und... Hast du ins Leben gerufen? Genau. Ich dachte, du wärst einfach nur das Gesicht davon. Nee, das war meine Idee tatsächlich. Nein. Inspiriert von diesen Smack-DVDs. Das wusste ich gar nicht. Sebastian Jurzeven und den Steffen aus Witten, die beiden, habe ich dann ins Boot geholt und habe dann denen gesagt, ey, zeigt ihr mir wenigstens, wie man das umsetzt, dass ein DVD ja mal rauskommt, sonst wäre das nur ein Chaos gewesen. Also. Das war von Smack inspiriert. Ja. Wie geil. Also die kenne ich auch, die ganzen alten DVDs, aber ja, ich hätte nicht gedacht, dass du das ins Leben gerufen hast. Doch, und danach hat sich das ja alles, weißt du, es ist ja jetzt ein völlig anderer Kosmos. Die haben wir die Scheiße zu verdanken, Alter. Geil. Mhm. Aber das war auf jeden Fall, also ich fand auch, für mich war A Cappella immer krasser als Offbeat. Also die ersten Sachen, die mich geflasht haben, war wirklich Feuer über Deutschland 1, 2, 3 war dann Wack. Aber die ersten beiden Teile waren ja, die sind bis heute legendär. Ja, weil es halt sowas nicht gab, ne? Das war ja schon ein bisschen,
Interessant. Aber hast du nicht, du hast dann diese krassen, du hast die krassen, keine Ahnung, Lachs, wie sie alle heißen, Party Adi, Mördermook, hast du alle gesehen? Und dann denkst du dir, okay, das muss gleich. Und dann müssen wir das in Deutschland auch machen. Ja, weil das und dann, Entwicklungsland. Ja. Also Deutschland ist klar, was Rap-Mucke angeht, ist trotzdem Entwicklungsland. Das muss man schon, dann muss man auch zu sich selber ehrlich sein irgendwie. Aber hast du dann sogar gestanden und gedacht, ja gut, so hatte ich mir das nicht vorgestellt. Oder ich hätte nicht gedacht, dass die sowas hier bringen. Ich meine, es gab ja auch Lichtblicke, aber der Großteil war ja so, okay. Ja, es war... Du musst auch ein paar Mal lachen auf jeden Fall. Ja, natürlich, aber manchmal waren auch ein paar witzige Lines dabei. Ja. Das war halt schon, ja, das war schon ein bisschen weird teilweise, aber es war auch völlig in Ordnung. Das hat ja wirklich dann was ausgelöst. So, also Stück für Stück sind die Leute dann ja immer mehr irgendwie drauf angesprungen. Und, ja. Aber hast du, was war dein Highlight so? Damals bei Feuer über Deutschland? Puh, was war mein Highlight? Es gab eher Lowlights, aber die würde ich jetzt nicht so nennen, weil es gab natürlich auch Menschen, ich kannte ja fast alle, die da angetreten sind oder einen Großteil von denen. Obwohl die aus ganz Deutschland kamen. Ja, aber trotzdem durchs Rumreisen, durchs Auftreten, war schon ganz gut vernetzt, aber es gab halt Leute, die ich dann echt so sehr nett fand und dann aber im Battle, die dann halt gnadenlos verzockt haben, aber auch oftmals einfach aufgrund der Aufregung und so. Digga, was war mein Highlight? Der Neue Westen fand man gut, ne? Ja, Pillard hat das gut gemacht, der Neue Westen hat das gut gemacht. Wenn man jetzt mal so, weißt du, was kam jetzt gut rüber? Greg Pipe war auch krass. Greg Pipe war krass, genau. Den hatte ich davor zum Beispiel gar nicht auf dem Schirm. Ja. Gier war einfach für mich beeindruckend, weil ich kannte Gier ja schon. Ich fand es einfach witzig, dass er zwischen Tür und Angel da seinen Verse geschrieben hat. Ja. War jetzt vielleicht auch nicht sein Sternstunden-Part. Nein, aber der hat den auswendig flawless performt einfach. Nee, der hat einfach auf Toilette zu Ende geschrieben. Ja, so im Kopf. Hatte mir auch das fand ich ganz lustig. Und das ist da, weißt du, das ist eine Qualität, die ist dann auch, also am Ende ist natürlich, was landet dann auf der DVD oder vor der Kamera, am Ende zählt nur das. Ob du ein Jahr dran gesessen hast oder eine Minute, spielt keine Rolle, aber... Ja. Aber du kannst Gier schon vorher? Ich kannte ihn auf jeden Fall. Ich hatte ihn schon auch durch Berlin einfach auf dem Schirm. Ich hatte ihn schon gesehen auch. Ja. Wir kannten uns. Aber war das damals so ein kleiner Kreis, dass jeder, also dass die guten Leute sich einfach alle kannten? Ja, ich meine, Berlin war natürlich schwerer. Ne? Also in den seltensten Fällen kannte jemand aus Mitte jemanden aus Spandau oder so. Aber es gab schon so Überschneidungspunkte, wo man gesagt hat, okay, man hat die Menschen schon gesehen und... dadurch, dass die Leute damals ja auch lange Zeit dabei waren, ne, und aktiv waren, auch durch Graffiti, die meisten Vernetzungen waren auf meiner Seite immer durch Graffiti erstmal. Okay. Auch nach Westdeutschland hin. Ich kannte Main Concept, bevor ich überhaupt wusste, dass die Rap-Musik machen, ne? Und kannte David P. nur durch Graffiti und so weiter. Also heute werden wahrscheinlich super viele Names gedroppt, wo der Timo ist halt wirklich, der ist Hardcore-Hip-Hopper. Ist das so? Und der wird mich auf jeden Fall, also er wird, glaube ich, lieber selber hier sitzen und der wird wahrscheinlich so oft so sagen, wenn ich irgendjemanden nicht kenne, keine Ahnung, David P. Dann reden wir nur über New School. Ich bin halt wirklich erst zu Hip-Hop gekommen, seit ich in Berlin bin. Ja. Das ist wirklich, ich bin ein paar Jahre zu spät gekommen, glaube ich. Ey. Ich habe ja auch mal Steiger im Stream gehabt und hat mir da Sachen erzählt. Ich dachte mir so, das hat sich angehört wie so eine Fabelzeit. Wenn der mir sagt, welche Menschen da alles zusammen was gemacht haben, da denkt man sich so, das kann doch gar nicht passiert sein. Mhm. Und du warst einfach auch dabei. Ja, ich war die ganze Zeit dabei. Ich bin mit 12 nach Berlin gezogen und habe dann 89 tatsächlich angefangen zu rappen und habe ja Graffiti noch, als die Mauer stand. Ich habe ja an die Mauer das erste Mal gesprüht. Ne? Also ich habe wirklich, von den Oldschool-Sachen ist genauso. Ich kann dir wirklich von allen Graffiti-Crews mehr oder weniger alle Leute nennen. Ja. Und das war schon früher auch viel wilder und viel verrückter. So, jetzt juckt das alles niemand mehr. Nee, also, voll nicht. Das jetzt spielt dazu. Für keinen mehr irgendwas eine Rolle. Ja. So. Es gibt gibt es überhaupt noch so Grabenkämpfe nach dem Motto, okay, da hat jetzt einer was, nennen wir das Cross, hat einer irgendwas gecrossed oder hat jetzt... Doch, das gibt's schon. Naja, also Graffiti ist schon noch eine ernste Sache, ne, für die Leute, aber es war ja schon damals so, teilweise waren das alles wie Gesetze, ne, dass ein Bezirk hat eine Crew, die den Bezirk repräsentiert. Wenn du nicht Teil dieser Crew bist, kannst du eigentlich fast gar nicht Teil des Bezirks sein. Ja. So, ne? Also in zum Beispiel in Kreuzberg, wo ich aufgewachsen bin, gab es nur Yildiz da 36 und es gab noch Vikings. Also wenn du nicht zu einer von diesen drei Crews in irgendeiner Form einen Bezug hattest, warst du eigentlich gar nicht existent. So, ne? Ja. Aber klar, also bei Writern ist es nach wie vor so, du kannst jetzt nicht losgehen und irgendetwas crossen. So. Graffiti ist schon ein hartes Schirm. Das ist der Real Hip-Hop noch, Alter. Aber siehst du noch, wenn du rumläufst, siehst du irgendwie, wo du denkst, so, das ist neu und das ist krass? Hast du noch ein Auge dafür oder siehst du das gar nicht mehr? Ich habe nicht mehr so ein gutes Auge, weil
man ist ja auch damals aktiv losgegangen und ist dann Zug gefahren und hat dann geguckt, okay, was ist alles passiert? So, ne? Es gab zum Beispiel diese S-Bahn-Strecke ab Yorkstraße da, ja, oder über Yorkstraße. Da war dann zum Beispiel, da ist so eine Hall, die, keine Ahnung, Kilometer lang geht. Ne? Und da war dann so, ah krass, guck mal, Beises hat was Neues gemacht. Guck mal da, da ist was von ESO, da ist das von dem und so weiter. Also das war dann so, da war es schon, und auch mit Kamera, ne? mit Fotos machen und so. Und wir haben damals, es gab diese POC, DVD, die haben wir POC, Partners of Crime. Okay. Und das haben wir zu Tode geguckt zum Beispiel. Und das waren alles so Sachen. Du, damals, es gab einfach kein Content, ne? Und wenn Content kam, ja, war es so, jahrelang war das dann State of the Art. Ich meine, die Leute, die ich kenne aus dem Graffiti-Bereich, die kennen Subway Art auswendig, ne? Also auch das Buch so, ne? Man, ja, hat sich das Buch geholt und hat einfach jedes Piece analysiert, jedes Fill-In. Man wusste genau, ey, der macht das so, der macht das so. Und also ist das genauso eine Kunstform wie Texten? Ja, natürlich. Also genauso kann genauso ein Graffiti-Nazi sein, wie man Text-Nazi sein kann. Nach, ja, dem Motto 100%. Silben zählen, hast du nicht gesehen. Ja, dicker, 100%. Also Hip-Hop war ja damals auch schon viel strenger, ne? Auch auf Rap bezogen. Ich bin ja mit dieser Strenge irgendwie, ja, groß geworden. Und die hast du auch, deswegen groß, hast du auch weitergetragen. Mich, wenn jemand, also für mich war das schon sehr, sehr schwer, mit Leuten zu chillen, die so ähnlich klangen wie ich. Jetzt, ja, ist mir das wurscht, wenn jemand klingen würde wie ich, würde ich das als Kompliment sehen. Ja. Damals war es so, ey, Dicker, ich glaube, der beitet mich so. Ja. Ne? Der ist nicht cool, ich mag den nicht. Also, das war schon, ja, da gibt es schon sehr, sehr strenge Regeln und so. Und oftmals haben auch Berliner Writer nichts mit Münchner Writern gemacht und so weiter. Und dann gab es nur ein paar, die man respektiert hat. Sobald der eine dann, ich erinnere mich, es gab irgendeinen bekannten Writer aus Westdeutschland, der hat dann irgendeinen größeren Auftrag mit einer Firma, mit einer Brand gehabt. Hm. Und dann war der unten durch bei uns ein. Und alle so, pff, mit dem kannst du, ja, niemals, ja, darfst nicht mal so mit ihm irgendwo Gesicht werden. Wir haben ihn verloren, Hallo, wir haben ihn verloren. An die, ja, also an die, war sehr, sehr, Hip-Hop war eine sehr ernste Angelegenheit. So, meine Lieben, dieser Podcast wird gesponsert von Holy Energy. Ich habe das schon sehr, sehr oft bei anderen Streamern gesehen, dachte mir, okay, das ist ein krass fancy Packaging, auf jeden Fall sieht geil aus. Ich wusste nicht genau, was es ist, aber letztens im Podcast kam einfach der Kameramann mit so einem Shaker an und so einem kleinen Paket, habe ihn gefragt, was es ist, er hat mir das dann erklärt. Das Ding ist, das ist wirklich geile Scheiße, jetzt habe ich das halt selber bekommen. Was gibt es alles von Holy? Einmal gibt es Holy Energy, für die Energy-Fans unter euch ganz wichtig, nicht wie bei anderen Produkten, ohne Taurin. Dann gibt es einmal den Eistee, der schmeckt leider sehr, sehr geil, pfeife ich mir zu Hause auch rein, und vor allem, das Geile ist, ich muss dann halt nicht mehr immer zum Späti laufen und mir irgendwelche gezuckerten Softdrinks holen. Und dann haben wir einmal, was fast noch am geilsten ist, Holy Hydration. Ihr kommt abends nach Hause, wie ich, öfter mal einen über den Durst getrunken, haut euch so ein Paket in den Shaker rein, halben Liter Wasser, und am nächsten Tag gibt es auf jeden Fall ein bisschen weniger Kopfschmerzen. Gönnt euch das Starter Set Deluxe von Holy, beinhaltet 14er Probierbox Holy Energy, 14er Probierbox Holy Eistee, sehr lecker, wie eben schon gesagt, 15er Probierbox Holy Hydration, den Shaker gibt es auch noch dazu, um das Ganze zuzubereiten. Normalerweise kostet der Schinken 49,99, aber mit dem Code FEUER5 bekommt ihr 5 Euro Rabatt auf eure Erstbestellung. Geht auf weareholy.com/gibmafeuer, Code eingeben, FEUER5, 5 Euro Rabatt auf die Erstbestellung. Ihr macht alles richtig. Aber wenn du sagst, du warst schon damals sehr streng, okay, Biden, okay, aber was denn so mit, weil, also für mich nach meinem Empfinden zum Beispiel, weil ich war PA letztes Mal, der gesagt hat, ich sehe aus wie ein junger Taktlos. War das der PA, der das gesagt hat? Was ich ein bisschen komisch fand, weil ich habe so Videos von Taktlos gesehen, dachte mir so, Du siehst kein bisschen so aus. Ja, danke schön. Okay, ich fand es auch ein bisschen so ein kleiner Affront. Ich habe mir dann ein paar Sachen von ihm reingezogen und dachte mir so, mit dem hast du ja auch damals zu tun gehabt, ne? Ja, ja, klar. Aber wie hast du denn, aber da musst du ja trotzdem um den, sag ich mal so, zu ertragen oder dabei zu sein, mit dem zu arbeiten, muss man ja sehr offen sein. Naja, ich war selber auch vollkommen irre damals. Also ja, niemand von uns, wenn ich das vergleiche, was ich wäre und was ich jetzt bin, wie ich damals gelebt habe, ja, und manchmal erzähle ich das meiner Frau, die hat ja keine Ahnung, wie ich war. Ja. Und ich sage ihr, wenn du wüsstest, wie wir gelebt haben, wir waren ja vollkommen crazy. Ich meine, wir hatten, Mel und ich, wir hatten eine Einzimmerwohnung, 30 Quadratmeter mit 3 Katzen, überall an den Wänden bis oben an die Decke waren Sachen ausgeschnitten aus irgendwelchen Magazinen, weißt du, aus Source, Double XL, ja, Subway Art, all die Sachen. Alles irgendwie, was mit unserem Leben auch nur im Entferntesten zu tun hatte, wurde irgendwie festgehalten. So, es war wie in so einem Film, wie bei, das ist doch voll schön eigentlich, wie bei The Beautiful Mind oder so. Naja, ja, ob es so schön ist, das ist halt einfach, du bist ja auch, wenn du jünger bist, bereit für so viel Dings, ne? Für so viel Input. Und wir hatten da eine Vierspur stehen, dann waren irgendwo irgendwie Pakete mit Dosen, mit Cans, so, ne? Und das war
einfach weird. Du hast da teilweise gesessen und dann kam einer und hat gesagt, ja, ich habe gerade 100 Dosen geklaut irgendwo und kann ich die hier lagern? Ja. Und ey, wie oft bei uns Diebes gut hingen und so. Aber es ist nicht einfach nur, also für mich hat es das voll romantisch, schön und aufregend. Nein, das, weil es ist ja, du hast quasi so einen Schrein von deinem Hobby, von deiner Leidenschaft, teilst das mit einer Person, die du liebst, auf engstem Raum und es passiert immer was. Nee, nicht nur mit einer Person, sondern mit 1000 Personen, die da gekommen sind, die gechillt haben. Bei uns haben ständig Leute gechillt, übernachtet. Es war einfach das ganze Ding. Hip-Hop war als Movement einfach und das war für jeden genau so. Man macht das zusammen und das gehört zusammen. Und es gibt auch kein Nein, wenn du jemanden dann auch fragst nach einem Dings, muss er das auch mehr oder weniger machen. Ja. So, man muss auch diese Sachen zusammen erledigen. Und also es war schon... Weiß nicht, was. Aber was ich mich immer frage, wenn ich so sehe, ich bin auch so, finde auch so Trends immer so faszinierend, aber das heißt, man muss ja dann aktiv hingegangen sein, einer muss das ja im Amiland gesehen haben oder jeder, man muss das so gefühlt haben und einfach gesagt haben, wir machen das jetzt alle auch. Oder treffen sich einfach ganz viele Leute auf einmal, die das alle für sich selber fühlen und finden dann Gleichgesinnte. Ich weiß, ich kann es nicht sagen, weil ich war so jung, ich habe die Trends ja, es gab auch nicht, weißt du, die Trends waren nicht so wie heute, dass es sehr schnell in Gang gesetzt wurde, sondern das war so wie gegeben. Also wenn du cool warst, warst du einfach Writer, dann hast du einfach, zumindest hast du Tags gesetzt, ne? Und dann, wenn du noch ein bisschen cooler warst, dann hast du auch viele Outside-Tags gesetzt, wenn du noch cooler warst, hast du richtig Trains gemullert und hast irgendwie, keine Ahnung, Wholecast gemacht. Also es gab schon so Stufen, aber... das war so, als ich in meiner Schule, als ich so ein bisschen angefangen habe, mich für Rap zu interessieren, war gleichzeitig Graffiti auch so ein Thema. Und dass es für mich klar war, das muss ich auch machen. Wenn ich das nicht mache, ist es sowieso nicht Hip-Hop und dann ist das, was ich mache, eh Fake. So, ne? Das ist so sehr krass, Unsinn dann. Aber zum Beispiel, wenn ich an meine Schule denke, in meiner Schule wärst du, wenn du jetzt sagst Hip-Hop und Sprühen, da wärst halt einer von dreien gewesen. Mhm. Wie war es in Berlin? Warst du auch Außenseiter damit oder warst du cool? Nein, nicht richtig Außenseiter, weil die krassesten waren natürlich meistens die Gangbanger und die Breaker so, ne? Ja. Weil die Breaker und Gangbanger, es war eng aneinander irgendwie, weil es auch was Körperliches war, glaube ich. Und die Writer waren ja auch irgendwie dazu da, um die Gang, die Crew zu repräsentieren und um den Namen groß zu machen. Und es gibt so für mich so ein Ding, das ich nie vergessen werde. Bobby, meine größte Inspiration damals, rest in peace an der Stelle, der Kreuzberger Rapper eigentlich schlechthin, ne? Der kam damals an meine Schule, Hector Petersen, und der war nicht selber nicht auf der Schule, der war schon älter als wir, der war so 4-5 Jahre älter als ich, und kam dahin mit seinen Leuten und hat dann zu denen gesagt, ey, wir bleiben jetzt hier 2 Stunden, wenn wir gehen, muss die ganze Schule vollgetaggt sein mit Islamic Force, das war seine Crew. Okay. Und die haben das so, und ich schwör's, in dem Moment haben alle so, als ob sie Waffen rausholen, den Edding, was ist das, 900er, 850, keine Ahnung, welcher das ist, mit der dicken Spitze, rausgenommen und angefangen, auf überall unsere Schule zu demolieren. Die war einfach danach im Eimer. Keiner konnte was sagen. Natürlich nicht. Also was willst du denn sagen? Wenn der 20 Lehrer, Jugendliche, ja. Das war abends, es war auch eine Schulparty tatsächlich. Okay. Ja, okay. Es war ein Ausnahmezustand. Aber das war so die Attitude. Das hat alles zusammengehört, ne? Und deswegen warst du auch nicht automatisch Außenseiter, sondern du warst schon irgendwie Teil einer Sache. Aber ja, also man musste schon auch sehr mitziehen, ansonsten man hätte schnell Außenseiter sein können. Aber wie hast du denn, du bist nochmal geboren, wo nochmal? Geboren in Aachen. Ja, aber von wo aus bist du dann mit 12 dahin gezogen? Aachen? Von Aachen, aber ich habe erst in Istanbul gelebt, dann in Aachen wieder kurz und dann von Aachen nach Berlin. Und hast du in Aachen auch schon ungefähr gewusst, was in Berlin auf dich wartet? Nee, oder hat sich da alles überrannt? Nicht. Oh, Katastrophe, ich wusste gar nicht, was Sache ist. Digga, Aachen war damals noch, ich meine, das ist jetzt auch, das ist schon eine Stadt, wo zum Beispiel auch viel dieser Drogeninput und so weiter ist. Ne? Mhm. Du hast da viel Dealerei und du hast da auch viel Kriminalität. Wegen Holland, ne? Aber damals kam mir Aachen sehr, sehr idyllisch und sehr entspannt vor. Und Berlin war halt das komplette Gegenteil. Ja. Wie gesagt, die Mauer stand und du hattest einfach in Kreuzberg eine Migrantendichte, die war einfach... unvergleichlich und es war crazy, ne? Und ich dann noch so, weißt du, als Halbtürke so, mich mussten die erstmal fast angreifen, bis sie rausgefunden haben, dass ich Türke bin, so, ne? Und dann war es auch okay dann, aber crazy. Es war wirklich eine sehr andere Welt. Irgendwie. Aber hast du da erstmal so ein bisschen Schiss gehabt auch oder warst du da so, okay, geil, hier passiert voll viel, jetzt gibt's dies und das und das. Nein, Mann, ich mochte das gar nicht, Alter. Ja? Ich bin ja mit meiner Mutter groß geworden, ich war schon auch ein Muttersöhnchen, ne? Ja. Und mein Vater kam ja später. Und als er kam, sind wir direkt nach Berlin. Das heißt, der hatte gar nicht die Gelegenheit zu sagen, guck mal, so macht man das. Ja. Wenn du auf die Fresse kriegst, machst du das. So machst du dies und so weiter.
Und ich habe diese Entwicklung zum Mann und für sich einstehen und so weiter, das habe ich viel später als andere gemacht. Hm. Ich habe auch sogar mal einen Song, wo ich es erzählt habe, ich hatte auch eine voll hohe Stimme. Und ich sah mit 14 so aus wie mit 10 oder so. Ja. Also wie ein 10-Jähriger. Hm. Und dazu, weißt du, so ein 10-Jähriger Deutscher mit roten Bänkchen ja. und so weiter, der dann da durch Kreuzberg läuft und dann, klar, gefundenes Fressen so. Also ich hatte schon, das war schon Film für mich, ich hatte ja. schon Paranoia. Was war schon nicht so geil. Also schlägereimäßig? Naja, ich wusste ja nicht, wie das geht. Alter. Ja, ich weiß bis heute nicht, wie das geht. Ich habe es zum Glück nie erfahren müssen. Also es ging Gott sei Dank schnell, dass ich dann Freunde hatte. Und da gibt es auch so eine, meine Top 10 an Freunden, die mir auch damals so wirklich, vielleicht sind es 5 oder so, ja. die mir echt in Situationen, wo es ein Problem hätte werden können, auch den Arsch gerettet ja. haben. So. Aber ich wurde dann natürlich schnell mit den Jungs im Hof, wurde ich dann warm. Und dann hast du ja immer die gleichen Gesichter mhm. gesehen. Und die mochten mich dann auch und dann so, weil ich war trotzdem kommunikativ und ich habe trotzdem Scheiße erzählt und die haben gesehen, man kann mit mir trotzdem den gleichen Blödsinn machen, ja. weißt du, man kann mit mir trotzdem klauen gehen und irgendwie, keine Ahnung, Scheiße durch ein Fenster. Was haben die Eltern gesagt? Hm? Was haben die Eltern gesagt? Haben die sich mal so, hast du mal hinterher gefragt, haben die sich mal so gesagt, ey, dass wir mit dir nach Berlin gegangen sind Nee, die haben das nicht mitbekommen. Die ja. haben das gar nicht. Meine Eltern die hatten ein anderes Leben so. Die waren für ihre Sachen da und die haben sich um ihr Zeug gekümmert, größtenteils. Es war dann immer so anhand, so immer wenn Zeugnisausgabe war oder so, Noten oder wenn die Schule angerufen hat. Ja, das war schon scheiße, ne? Dann so, die haben halt da eigentlich gar keinen Bezug zu meinem Leben richtig okay. gehabt, weil Schule ruft an, ja, die sind hier bei uns eingebrochen. So eine Sachen, so, weißt du. Und ja, ich dachte, du schläfst bei deinem Freund. Die wussten halt wirklich gar nicht, was Phase ist. So. Und, aber meinst du, ist das so? Die fanden das nicht. Waren geil. Die überfordert? Haben die selber zu viel gearbeitet? Ich meine, Desinteresse wird es wahrscheinlich nicht gewesen sein. Ne? Wahrscheinlich hast du ja zu Hause... Nee, die haben sehr, sehr viel selber gearbeitet. Und die hatten einfach andere Perspektiven im Leben. Für die waren andere Dinge wichtig. So. Das haben sie dann bei meinen Geschwistern geändert. Und meine Geschwister haben auch für sich ihren Platz anders beansprucht. Ne? Ich habe damals als einziges Kind in dem Moment, meine Geschwister sind ja 12 und 13 Jahre jünger, und ich habe so meinen Platz in der Familie nicht so richtig eingefordert und habe zu Hause eigentlich immer so das Maul gehalten, habe so gemacht, was man von mir wollte, so, mhm. ne, und war da einfach ruhig und bin dann halt draußen vollkommen eskaliert. So. Ja. Und weiß ich nicht. Also ich erinnere mich zum Beispiel, mein Vater, das war wirklich ein richtig asozial. Wir gehen Adelbertstraße lang und ich habe halt eine Kippe geraucht und mein Vater kam von hinten und ich sehe, wie er an mir vorbeigeht und richtig so, er hat so nur aus dem Augenwinkel geguckt, ja. er ist einfach weitergegangen, er hat mich nicht mal gegrüßt. So, ne? Ja, okay. Also der Vibe war eher zwischen uns so sehr, sehr distanziert. Ja. Und deswegen bin ich dann auch irgendwann von zu Hause ausgezogen in eine WG und dann ging es richtig los. Früh? Ja, mit 15. Das ist viel zu früh, ne? Ja, Dicker, mein Sohn, wenn er mit 15 zu mir kommt, stell mal vor, dann lach ich mich tot. Der kann doch gar nichts entscheiden in dem Alter. Ich mit 17,5 habe ich alleine gewohnt, da mache ich meiner Mutter heute noch Vorwürfe für. Allein das ist viel zu früh, Mann. Viel zu früh. Ich war da einfach zu viel, die wollten nicht mehr. Die hat dann clevererweise zu mir gesagt, willst du alleine wohnen oder soll ich dir einen Führerschein zahlen? Und die wusste ganz genau, dass ich sage, ich will alleine wohnen. Und dann bin ich da wohnen geblieben, wo wir beide zusammen gewohnt haben. Bin so aufs Maul gefallen. Komme mich um nichts selber kümmern, ey. Aber hast du da schon eine große Fresse gehabt auch? Zu wem ist die Frage? Nee, ich habe eine große Fresse im Gesamtkontext, ja. So, ne? Mhm. Also ich war in der Schule frech, ich habe da halt wirklich nicht so richtig geile Noten geschrieben. Ja. Aber ich hatte schon, dadurch, dass mein Vater ein sehr, sehr autoritärer Mann war oder ist, hatte ich schon... Also das hat schon bei mir gezogen. Ich hatte einen Lehrer, Herr Albrecht hieß der, ich hoffe, der lebt noch, der war sehr autoritär, aber gleichzeitig sehr fair und korrekt und den mochte ich so, ne? Weil ich konnte damit gut umgehen. So. Aber wenn Lehrer nett waren, war es total schlimm für mich, weil ich dann einfach gemacht habe, was ich wollte. Ja. Und große Fresse, ich war jetzt nicht katastrophenschlimm, also ich war jetzt nicht schlimm, dass du gesagt hast, so, den lässt du einmal in die Wohnung, der klaut dir die Wohnung leer. Ja. So nicht, sondern ich war eher so, ich habe einfach auch viel Mumpels gemacht, so Blödsinn und Scheiße. Richtig kleiner Satansbraten warst du. Ja, ich wollte halt auch, dass alle immer lachen. Ne? Ich fand das halt auch witzig so. Ich habe einfach in der Schule wirklich, ich habe asoziale Witze gemacht und Blödsinn und so. Ne? Und wirklich jetzt ein Beispiel, in der Schule wurde einmal auf den Toiletten, wo hat jemand mit Scheiße ein Herz an der Toilettentür gemalt. Und die sind halt wirklich zu mir gekommen, haben mich... die sind davon ausgegangen. Ich bin mir sicher, der war das. Dieser Wichser, der war das. Ich war es aber wirklich nicht. Aber trotzdem, das war halt so... Das war der Vibe damals. So. Das ist krank, Alter. Und wann hast du dann angefangen zu schreiben?
Tatsächlich mit 14 dann, als ich in paar Wochen in San Francisco war bei meiner Tante, weil sie hat da gelebt. Und da habe ich dann gemerkt, dass Schreiben mir doch eher liegt als Graffiti und habe dann halt auf Englisch erstmal angefangen. Immer noch parallel Graffiti gemacht, bis ich irgendwann auch, ich bin jetzt auch kein guter Writer, ne? Also so, ich kann da einfach Basics, so ein bisschen New York-Style, das war's. Und deswegen war das dann irgendwann kein Thema. Was schreibt man denn mit 14 für Texte? Keine Ahnung. Schreibt man trotzdem so, I take over the world? Oder nein, nein, nein. Das, was ich habe am Anfang LL Cool J versucht nachzumachen, ja. I need love, so ne. Man schreibt halt Quatsch einfach so. Oder das, worüber man so nachdenkt. Aber wie viele Jahre auf Englisch hast du probiert? Ich weiß gar nicht mehr. Paar? Ich weiß es nicht. Ich habe irgendwann mit Ono, da war ich noch für ihn Backup. Und da war dann der Switch, so, weil ich gemerkt habe, ey, Englisch ist wirklich nichts für mich. Ich glaube, ich bin 96 nach Amerika, nach Oakland, zu Living Legends geflogen und habe mit denen da 2-3 Wochen verbracht. Mel war auch da. Und da habe ich gemerkt, oh, das Englisch, das liegt mir nicht. Ne? Und dann kam ich wieder und dann war eigentlich sehr schnell, dass ich dann nur noch auf Deutsch gerappt habe. Und wann war so diese, gab es so diesen ersten, weil ich weiß noch, als ich das erste Mal bei Rapper Mittwoch auf der Bühne war, das erste Mal ein Mikrofon in der Hand hatte und der erste Freestyle-Konter live mir eingefallen ist, das war so, oh mein Gott, was passiert hier gerade? Die Leute sind voll laut, ich weiß gar nicht, was ich selber gesagt habe. Ich bin danach also schreiend von der Bühne und ich habe so lange gegrölt. Ich war so, oh mein, was ist das? Das ist unfassbar. Was ist das für ein Gefühl? Mhm. Wann war bei dir so dieses erste Ding, wo du immer was vorgerappt hast oder wo du mal so eine Line gedroppt hast und Leute waren so, oh, oder du vor jemandem was Deutsch, vorgerappt? Tatsächlich auch auf Deutsch mein erstes Battle. Ich erinnere mich, da war PDM hießen die, aus Potsdam, Freunde von mir. Die waren in der Jury, Steiger war in der Jury und noch irgendjemand. Ich weiß auch gar nicht, warum Steiger in der Jury war. Ja. No disrespect, aber okay. Aber man brauchte halt eine Jury und die waren in der Jury und das war aber ein deutschsprachiges Rap-Battle. Und da habe ich mich auch das erste Mal King Kusavage genannt. Davor hieß ich ja Jux auf Englisch. Ja. Und da habe ich dann gemerkt, ich meine, das Gute war damals, ich war ja nicht mal ein Freestyle-Rapper, aber das fiel mir extrem leicht, weil erstens konnte ich voll gut flowen im Vergleich zu den anderen, so, die konnten gar nicht flowen und ich brauchte ja keine Triplets oder so, weißt du, es musste sich ja nur ein Wort reimen. Safe, ja. Und die hatten noch nie sowas gehört und es war einfach ultra asozial und direkt mit auf Mütter gehen und auf Geschlechtsteile und alles volle Kante, ne? Und dann mit diesem, und dann mit dem Flow und der Brachialität. Ja, und das fanden die super, ne? Ja. Da sind die Leute durchgedreht, so. Aber ich will mehr wissen. Ich will wissen, wo war das? Was war das für ein Setting? War das eine Bühne? Ich glaube, das war im Jam und das war, glaube ich, so ein, einfach so eine Halle und da war so. Wie viele Leute waren da? Contest. Ach, nicht viel, keine Ahnung. Ich weiß wirklich nicht. Ja. Ein paar hundert, ich weiß nicht. Ja, ein paar hundert ist viel. Okay, dann waren es 200. Ich weiß wirklich nicht. Es war, glaube ich, relativ. Und dann stehst du da, aber wie kommt man denn auf die Idee, sich einfach bei einem Rap-Battle anzumelden? Weil ich gern gerappt habe und weil ich ja keine Chance hatte, an Mike zu kommen. Damals, es gab ja nichts, wo du live rappen konntest und ich wollte mich präsentieren. Ich wollte den Leuten sagen, ich bin der Beste, Alter. Krank. Und danach habe ich halt häufiger mal, also ich habe so bei 3-4 Battles mitgemacht, so, aber es hat sich halt auch schnell erschöpft, weil ich tatsächlich auch die meisten Leute kannte und ich mochte die auch. Ja, kannst du nicht. Und du beleidigst dann deren Mütter und gehst da auf alles und das war irgendwie ungeil, weil ich dann auch gar nicht diese Aggression hatte, aber ich habe halt nie jetzt den Move gemacht, dass ich nach Westdeutschland gegangen bin, aber das waren ja meine eigentlichen Feinde zu dem Zeitpunkt. One on one, ne, die ganzen. Weil noch davor, noch länger davor. Zum Beispiel diese ganze David P-Ära und so, ne? Weil die waren alle so, die waren die alten Hip-Hop-Werte, die Heidelberger, Stuttgarter, Münchner Hip-Hop-Werte so, in irgendeiner Form damals für unsere Verhältnisse spießig so, ne? Sehr clean von der Sprache auch und ein bisschen eigentlich, conscious angehaucht auch, ne? Ja, so eigentlich eher das, was heutzutage ein bisschen Hip-Hop ist, Hip-Hop ist ja nicht, oder Rap ist ja nicht mehr ansatzweise so asozial wie damals und ich war einfach das komplette Kontrastprogramm und eigentlich wäre das der Move gewesen. Und ich habe es dann einmal gemacht und das war halt also Ausnahmezustand. Da war ich bei Beats aus der Bude in Köln und das war kein Battle, aber jeder konnte da ans Mic so, ne? Ja. Und da habe ich paar Parts von Maskulin gerappt und da sind die ausgerastet. Also da war, die konnten nicht glauben, was sie da sehen und was sie da hören. Alter, was ist das? Weil ich war der Einzige, der einfach runtergefickt hat, ne? Also was ist das für ein Gefühl, Alter? Ist das nicht ein geiles Gefühl? Ja, es war super, war sehr gut. Krass. Aber bist du, weil du gesagt hast, du hast angefangen zu schreiben, das waren so die ersten Steps und hast trotzdem schon so gesagt, ich bin der Beste. War das wirklich schon so, hast du dir andere angehört oder hast du einfach selber gedacht, nee, ich klinge so geil? Nee, auf Englisch fand ich mich scheiße. Ja. Aber auf Deutsch fand ich mich sehr gut. Ja. Ab dem ersten Moment. Das ist auch geil.
Nein, aber ich konnte immer im Takt rappen. Das, ich, ja. das, es gibt eine Sache, wo ich wirklich nie Probleme hatte, war im Takt zu bleiben. Ja, das können und ja ich hatte immer einen guten Flow. Jetzt? Ja, ja jetzt ja, ja, vielleicht. Nee, ich meine, aber damals war es schwierig. Ich fand, damals waren alle Offbeat. Ja. Hat sich für mich so angefühlt. Also okay. ich hatte immer ein besseres Taktgefühl. Aber weil ich auch wirklich, ich war streng. Und ich habe diese englische Phase, diese fast 10 Jahre, das hat mir gut geholfen, weil das hat so, weil ich konnte ja fast nur an Flow arbeiten, weil textlich ja. war das ja total dünn. Ich hatte ja überhaupt kein Vokabular. Ja, ja. Das heißt, ich bin immer nur so auf Flow gegangen und habe keine Ahnung, alle Rapper analysiert. Ich konnte jeden Rapper nachrappen so, ne? Und hab dann immer geguckt, wie setzen die das, wo nach der Snare, wo fängt das erste Wort an. Also richtig in die Tiefe bist du gegangen. Ja, ja, okay, super analytisch. Krass. Also ich bin wie so ein Maler, der irgendwann vielleicht auch abstrakt malt, aber der am Anfang wirklich ganz spießig und ganz, ganz genau anfängt und erstmal wirklich versucht, so realistisch und so. Ja. Und die Techniken, ne? Die Techniken zu lernen. Das Wie war für mich immer ein größeres Thema, weil das Was wusste ich immer, was ich will und ja. was ich mache. Aber das Wie war immer für mich ein großes Thema. Und ich finde das, ich find das, ist noch. Ich find das also geil zu hören, dass jemand, der offensichtlich für jeden anderen etwas krass kann, sich auch selber hört und sich denkt, klingt schon krass. Ist schon geil, was ich hier mache. Meine Stimme, mein Flow ist schon mies. Ich finde das geil. Aber ich weiß gar nicht, ob ich weitermachen will, wenn ich das Gefühl hätte, es ist nicht mehr das Beste. Also ich gehe nicht davon aus, dass, also ich glaube, nicht so viele Rapper denken, die oder dachten, die sind die Besten. Ja, die meisten sind ja auch nicht die Besten. Ja, aber ich glaube auch nicht, dass so viele finde ich, wenig Leute, die wirklich so Sachen rappen wie, oder gerappt haben, ich bin der Beste. Hm. Weißt du, und die das nicht rappen, ich glaube, die glauben das da vielleicht auch nicht. Und das ist auch für die, glaube ich, vollkommen fein. Für mich ist es auch vollkommen fein, einer der besten Battle Rapper zu sein oder für manche der Beste. Ich bin der Größte und pipapo, aber für mich wäre es auch gar nicht schlimm, jetzt irgendwie unter den Top 5 für die Leute zu sein. Ja, aber das ist ja am Ende, kannst du ja nur in den Top 5 landen, weil es ist ja nur noch Geschmäcker. Das ist ja in ja. Amerika die Diskussion. Ist es Nas, Eminem, Jay-Z, Big ja, okay, Pac, wer ist es? So, ne? Du hast so 10 Namen, die immer wieder auftauchen und dann ist es doch nur Geschmack. So, ne? Ja. Also, wer ist für dich? In den Staaten? Mhm. Ja, ist immer schwer. Ist wirklich schwer. Also mal, und es kommt auch immer drauf an, wofür. Ne? Nas wird für mich, für Illmatic, immer der beste Rapper aller Zeiten sein. Weil irgendwie. So jung und so krasses Album. Text, unfassbar. Einfach ja. geisteskrank. Und du kannst heute noch den und die, so die Stimme, die Delivery, wie er die Sachen gesetzt hat, wo er die Reime setzt, teilweise unfassbar. Für mich ist Nas das, also diesbezüglich absoluter King. Aber klar, Eminem, was er macht, ist unglaublich. Mhm. Was Jay-Z gemacht hat, bis zu dem, keine Ahnung, dritten Album oder so, fand ich überkrass. Danach hat es mir auch nicht mehr so krass gefallen, aber ich würde ihn immer in die Top 10 nehmen für seine alten Sachen. So, ne? Jada Kiss einfach aus so einem persönlichen Ding heraus. J. Cole auf jeden Fall noch. So, das sind so wahrscheinlich meine Top. Du kommst jetzt gerade mit, was hier bei J. Cole, Drake ja. und was da los ist? Ja. Das ist geil. Wild. Also es gibt nichts Geileres als die besten MCs der Welt, wenn die Stress haben. Ja, ist auch geil, wenn die aus ihrer Komfortzone raus müssen. Ja. Ne? Und ich habe letztens einen Song von Rick Ross gehört. Es war der erste Song von ihm, der mir gefallen hat. Ich bin halt gar kein Rick Ross-Fan, aber ja. sein Diss gegen Drake, mir hat es gefallen, einfach weil der auf einmal so ein Boom-Bap-Beat genommen hat quasi und gespittet hat. Und so, darauf ne? auch und gut ist so klingt. Krass, Dicker, er spittet ja. einfach, ne? Aber der ist so, also ich finde, der kann, darf sich eigentlich mit seiner Historie, also da bin ich so, egal wie geile Mucke der macht, aber mit der Story, mit dieser riesen Lügen-Story, da kannst du in keinem Battle eigentlich reinmarschieren. Mhm. Aber die anderen drei ist, also... Ich habe halt nicht verstanden, warum die jetzt alle auf Drake rumhacken, weil am Ende des Tages hat der auch viele von denen supported, hat die gefeatured ja. und so weiter. Ich habe es nicht begriffen, also ich bin kein Drake-Stan, aber ich bin auf jeden Fall schon auch Sympathisant, sagen wir mal so. Ja, aber wen gibt's denn? Ich weiß noch, dass du einmal, da hast du Haftbefehl übelst geadelt, da meinst du so, der ist so der erste oder einzige Rap-Star. Rap-Rockstar. Ja, genau, quasi. Das ist so wirklich, ja, was der so. Rap, das Gesamtprodukt, wie der aussieht, wie der rumläuft, wie der sich benimmt, das ist ein Ding, ne? Ja, ist natürlich nur meine Wahrnehmung, aber dieses, er hat einfach auch so eine, ich gebe keinen Fick-Attitude, so, ja. ne? Und bei ihm ich nehme es ihm zu 100% ab, dass er sich einfach ultra geil findet, sich abfeiert, dass er halt auch crazy ist irgendwie so, ne? Und ich glaube, der kann auch gar nicht nicht authentisch sein. Der hat ja schon zu Anfangszeiten, wo der noch nicht übererfolgreich war, schon die abgefucksten Interviews gegeben, wo du denkst, das ist marketingtechnisch übelst dumm, was du da machst. Aber das ist einfach der. Ja. Der ist so.
Ne? Aber der ist natürlich dieses, ja, das ist dann mit so schmaler Grat. Das Kapi ist ja genauso, der ist ja auch ein Rap-Rockstar. Und was aber dieses Rockstar-Leben, wo das Ganze auch herkommt, halt leider mit beinhaltet, sind irgendwie Substanzen, ist irgendwie ein Lifestyle, der nicht gesund ist. Und da kann man nur wirklich irgendwie Daumen drücken, dass man da irgendwie wieder... Ich sage immer, am Ende muss das jeder für sich selber entscheiden. Weißt du, deswegen, ich finde es auch schwer immer, weil oft ist auch so, gerade in Interviews, die nicht so viel mit Rap zu tun haben, so, dass es dann irgendwie in die Richtung geht, dass die Leute genau über sowas sprechen wollen. Mhm. So, ne? Wo ich mir dann auch immer sage, ja, Dicker, also für mich kommt es immer nur darauf an, ist, macht derjenige einen geilen Song oder nicht, so, weißt du, die anderen Sachen. Ich halte einfach nicht so viel davon, mich so in das Privatleben der Leute einzumischen. Nee, das ist nur Sorge einfach. Also mir ist auch egal, was der Pipapo, aber ich will einfach nur nicht, dass dem, ich will einfach nur, dass dem gut geht. Ich will nicht, dass dem irgendwann mal was passiert. Das ist das Einzige, weil ich den halt... Das wünscht man ja niemandem, Alter. Das wünscht man ja niemandem. Also ich meine, so, wenn wir ehrlich sind, wir kommen ja irgendwie, weißt du, auch wenn wir alle eine andere Vita haben und ein anderes Leben, aber irgendwie... ist es für uns alle ja wichtig, unsere Familien ernähren zu können, und es ist für uns alle wichtig irgendwie, dass wir aus Scheiße irgendwie was gemacht haben, so, weißt du, tatsächlich Gold aus Scheiße, so, ne? Und wer hätte das gedacht, dass, und das sage ich immer wieder, eigentlich, ich bin über jeden 18, 19, 20-jährigen Migranten, der Millionär wird, bin ich eigentlich froh darüber, ob er seine Kohle jetzt für AMG und Uhren ausgibt oder ob er davon Häuser baut oder was auch immer, am Ende des Tages ist es trotzdem, ist was Krasses, was man geschafft hat, was einem vielleicht keiner zugetraut hätte. Ja, ja, ich finde auch, ich bin jetzt nicht der größte Gönner, aber ich, das ist einfach mein Charakter, keine Ahnung. Es fällt mir schwer zu gönnen. Wenn man einen nicht mag, dann ist es schon schwer. Ja, aber auch generell, ich gönne generell erstmal nicht. Wirklich, auch wenn du einen magst, nicht? Nee, wenn ich einen mag, ja. Na, meine ich ja. Ja. Wenn man jemanden mag, dann ist es schon sehr leicht, Alter. Ja, voll. Also dann ist dann auch so, also ich finde so, also ich habe das, mittlerweile ist das so, weil ich damit so, so rar umgehe, dass dann, wenn ich dann Leuten, wenn ich irgendjemand sage, freut mich für dich, und dann sagen die so. Was ist mit dem los? Was? Okay, wirklich oder was? Ich so, ja, ist doch voll schön. Du warst voll fleißig und so, dass man, weil es gibt ja auch viele Menschen, die sind so, ich kenne den nicht, aber ich gönne erstmal jedem. So. Ach, ich glaube, das ist auch ein bisschen Show. Ich kann mir das noch nicht vorstellen. Nein. Also das ist vor allen Dingen, wenn man jetzt auch sich in einem ähnlichen Dings bewegt, so, ne, in einer ähnlichen Branche, da, am Ende natürlich sind es auch Konkurrenten, aber jetzt so zu tun, als ob man prinzipiell, als ob einem... Nein. Das glaube ich nicht. Aber ich finde, gönnen ist besser als nicht gönnen, ne, in jedem Fall. Aber ich kenne das auch, wenn ich jemanden nicht mag, dann finde ich das auch... Dann denke ich mir, okay, ja. Ja, so, ne? Na gut. Hast du eine goldene, aber wenn du mich gefragt hättest, ich hätte jetzt nicht gestreamt. ich hab letztes Jahr durfte ich das Hookup-Festival moderieren in Karlsruhe. Das war richtig schön. Damals, warst du dort? Da warst du da. Hookup, ja, da war ich. Da dachte, du meinst jetzt gerade ein anderes. Nee, Hookup war ich. Genau, da warst du ja auch da. Da waren auch super viele krasse Rapper da. Und ich bin da an diesen Job gekommen, und dann Gia moderiert ja auch Rapper Mittwoch, Top the Takeover, ne? Ja. Und da meinst du zu dem, als wir sein Trinken waren, meinst du, sag mal ehrlich, gönnst du mir das, dass ich das moderiere? Weil du bist selber auch Moderator, meinte er, ich gönne dir das, aber ich hätte es mir mehr gegönnt. Ja. Und das war voll schön, ja, voll schön formuliert. Das ist voll gesund auch. Deswegen, also ich hätte E-Match das auch gegönnt, aber nee, ich hätte mich da auf jeden Fall, wenn ich die Möglichkeit gehabt hätte, hatte ich ja, mich da vorzuschieben, dann gucke ich auf meinen eigenen Arsch auf jeden Fall. Man, Competition heißt ja auch nicht, dass man dem anderen Steine in den Weg legt, sondern dass man einfach noch schneller rennt und noch besser das macht und das noch besser hinbekommt als der andere. Aber du bist, ich habe vorhin mal überlegt, ganz kurz, du bist, glaube ich, der einzige deutsche Rapper, der glatt, also der erfolgreich und glatt durchgesegelt ist. Sonst gibt es keinen. Weißt du nicht, was ich meine? Nee, was meinst du mit durchgesegelt? Du hast angefangen zu rappen. Sag du mir, ab wann du sagst, wie viele Jahre bist du jetzt Rapper? Ab dem Punkt, wo ich auf Deutsch, ne? Also 26, 27 Jahre ungefähr. Mhm. Ja. In diesen 27 Jahren hattest du einfach keinen Shitstorm. Du bist nicht gesundheitlich für die Öffentlichkeit, keine Ahnung, durchgedreht. Du hast keine Skandale wegen Frauen oder sonst irgendwas gehabt und warst immer relevant und warst immer irgendwo mehr oder weniger erfolgreich. Und ich glaube, du bist der einzige Rapper, über den man das sagen kann. Ich weiß gar nicht, ob das so ist, Alter. Ich würde... Ja? Ja, also zum Beispiel erfolgmäßig, ne? Ich
hatte nie ein Jahr, wo ich der Erfolgreichste war. Es gab immer einen, es gab einen Bushido, es gab einen Sido, ja. Es gab einen Crow, es gab einen Casper. An die vier erinnere ich mich genau, weil ich immer wieder in Jahren released habe, wo die auch was released haben. Aber das war nie so. Was? Elektro-Ghetto? Ja, da war Agro, glaube ich, erfolgreicher. Oder Sigi, keine Ahnung. Was ja auch nicht schlimm okay. ist, aber... Ja, ja. Es, und ich hatte auch Phasen, wo ich dachte, Dicker, jetzt geht ja gar nichts mehr. Also zum Beispiel zu Bello 3, wie viel habe ich da noch verkauft? Da habe ich 30.000. Das war damals, ja. gemessen an den Leuten, die Gold und Platin gegangen sind, war das ein Scheiß. So, ne? Ja. Und klar, ich bin immer wieder auf Tour. Und es war immer in der Größenordnung, wo man gesagt hat, man ist immer auch erfolgsmäßig oben mit dabei, aber nicht so richtig oben. Auch jetzt, weißt du? Ich meine, wenn du dir jetzt meine monatlichen Hörer anguckst, mein Vorteil ist, es ist so, es gibt so eine Strategie beim Investieren, dass du jeden Monat die gleiche Summe investierst. Und meine Hörer sind ungefähr so in der Art, weil du hast dann am Ende den besten Durchschnittspreis, anstatt den Moment für dich, den du glaubst, der beste Moment, den zu finden und da zu investieren. Das ist dann so ein Glückstreffer, so, ne? Was ich damit sagen will, ist, ich schwanke immer irgendwo bei meinen, ich hatte schon auch mal 2,9 Millionen, aber ich schwanke so bei meinen 2,3 Millionen monatlichen Hörern, so, ne? Aber du hast dann andere Leute, die haben 5 oder 6 Millionen und ja, dann aber hast du halt auch Leute... Die machen es aber nicht seit 27 Jahren. Ja, genau, das ist das Ding. Und dann gibt es halt, es gibt dann Momente, klar, wo Leute, die dann vielleicht viel frischer sind als ich und viel jünger und wo du sagst, ach krass, ich wusste gar nicht, dass er jetzt so schnell sich was aufgebaut hat, die dann da kurz irgendwie 3,5 Millionen, dann aber rutschen die halt auch irgendwann wieder runter auf 800.000 oder was auch immer. Aber was ich sagen will ist, ich glaube, ich habe mich damit irgendwie für mich selber auch abgefunden. Ich glaube, wenn das jetzt so wäre, dass das für mich das Hauptding wäre, dass ich sagen würde, ich muss immer oben bei den Top 3 mitspielen. So, ja, ne? Was denkst du, woran das liegt? Was? Dass du nie diesen, keine Ahnung, diesen Radio 1-Hit hattest, oh, jetzt ist der Hype und jetzt dieses ganze Land muss jetzt Savas sehen, live. Obwohl, warte mal, doch, ich glaube, vielleicht hatte ich sogar ein Jahr, das war aber damals als wir das Savas-Album gemacht haben. Ich glaube, es kann sogar sein, dass wir in dem Jahr, aber es war ja mit jemand anderem zusammen, deswegen wäre das so ein bisschen fake gewesen. Ja. Das war nicht eine gute Portion mitgebracht. Ach, woran liegt das? Keine Ahnung, Alter. Ich meine, das ist trotzdem immer noch Rap so, ne? Und klar, ich habe auch kommerzielle Songs und ich suche auch nach kommerziellen Songs, die zu mir passen und die ich gerne performe, aber es gibt schon... Auch bei allen Studiogeschichten, selbst wenn ich mit Produzenten zusammensitze, es gibt immer so eine Grenze des Machbaren für mich, so, ne? Und die ist immer da, ab dem Moment, so, ich höre sehr gut auf meinen Bauch und so, ich weiß, wenn ich die Scham hier so runterläuft, so, ne, in Form einer negativen Gänsehaut, dann sage ich, nee, Dicker, da bin ich raus, Alter, das fühlt sich nicht richtig an und, ja. Aber ich habe jetzt auch ein paar Songs, ich habe Kinder ein paar Songs von dir, aber nochmal ein paar aktuellere Sachen angezogen und dieses, das ist schon so ein bisschen, wenn man das sagen darf, so ein bisschen Schema F auch, ne? Dieses, irgendwie wird irgendwas melodisch angehaucht, ne, und dann kommt, und jetzt bin ich hier wieder, und dann kommt wieder, ne, dann kommt wieder irgendeine gesungene Hook. Das ist mein Style. Ich habe diesen Style ja entwickelt. Guck mal, wie krank wäre das, wenn ich den jetzt wegwerfen würde. Ich musste wirklich ich hatte davor All for One war unser einziger Radiosong und Schau nicht mehr zurück. Ich hatte sonst keine Radiosongs. Ja. Und diese Songs sind in einem Zeitraum von fast 20 Jahren entstanden. Und ich habe danach innerhalb von 5, 6 Jahren, habe ich meinen Stil entwickelt. Mhm. Natürlich auch inspiriert von vielen Dingen, die ich erlebt habe und die ich irgendwie für mich verstanden habe. Darum meinte ich auch vorhin, das Wie ist für mich viel wichtiger als das Was. Mhm. Weil das Was ist klar. Ich will Rap machen, ich will der beste Rapper sein. Und ich will aber auch im besten Fall die beste Radiosingle haben. Ja. Keine Ahnung. Und das ist nicht kompatibel. Meinem Sohn das Leben noch mal leichter machen. Ja. So. Aber deswegen musste ich rausfinden, das Wie. Wie mache ich das? Wie ist das immer noch Kusawasch? Und wie fühlt es sich für mich richtig an? Und wie mache ich mich nicht davon abhängig, dass jetzt jemand kommen muss und mir das quasi gibt, sondern wenn ich das jetzt wegmache, das ist ja Schwachsinn. Also ich bin froh, dass ich das habe, so für mich, ne? Ja, voll. Und klar, dass es da eine Parallele gibt zwischen einem AMG und deine Mutter und ich sehe, was du nicht siehst und so weiter. Das ist ja völlig in Ordnung. Mhm. Ich kann das Buch ja auch nicht ganz neu schreiben. Ja. Ich bin ja ich lebe ja mein Leben. Die Themen, die mich beschäftigen, sind ja schon auch irgendwie ähnlich. Und das sind auch oft Songs, die irgendwie aus irgendwelchen Kindheitstraumata heraus resultieren und die in irgendeiner Form kompensieren,
was ich nicht hatte damals, so, weißt du, und die fehlende Akzeptanz und die fehlende Aufmerksamkeit und die Liebe und deswegen kommen dann solche Songs bei raus. Ja. Ich hatte PA Sports hier zu dem Thema und der meinte auch so, ja, ich habe auch diepe Sachen und Pipapo. Und der hat aber, wie da haben wir darüber diskutiert, inwieweit ist das in dir verankert, dieses, was, wie nehmen das die anderen wahr? Ich muss jetzt das und das bespielen. Also wenn ich jetzt so ein softes Ding mache, kommt das vielleicht so und so an. Wenn ich das mache, kommt das so an. Inwiefern spielt das bei dir eine Rolle? Nee, machst du davon frei? Bin da der für mich selber der Maßstab einfach, ne? Und ich gucke einfach, wie fühlt es sich für mich an? Also ich hatte zum Beispiel, ich erinnere mich, dass wir damals zusammensaßen und da ging es um das erste Video von Bello 3 und ich habe gesagt, ich möchte immer, wenn ich rhyme, weil ich den zu Tode feiere. Und der Videograf meinte, ey, lass doch diesen, ein Bello kommt selten allein. Und ich habe da wirklich, und ich glaube sogar zwei Leute haben dann gesagt, ja, Bello ist irgendwie rougher und das ist für die Fans und bla und so. Und da habe ich gesagt, nee, ich will diesen immer, wenn ich rhyme, ich liebe den Song. Und es hat sich immer als für mich als richtig herausgestellt, auf mich selbst zu hören, weil... Wenn es dann nicht funktioniert, ist okay, weil dann kann ich nur mich selber verantwortlich machen. Aber wenn es dann ist, dass ich dich dafür verantwortlich machen muss, weil du mir gesagt hast, nimm die Single. Das ist ein Fehler, ja. Das ist ein Riesenfehler. Ja, du bist ja der Künstler. Ich finde es auch richtig, auch mal auf andere zu hören. Weißt du, zum Beispiel mit meinem Management habe ich eine ganz andere Arbeit jetzt als früher so. Also ich höre mich schon an, wenn Richard hat damals gesagt, bei dem Deine Mutter, wir haben den einen Monat später rausgebracht, als ich den eigentlich rausbringen wollte, weil der gesagt hat, du, das ist jetzt noch nicht der Zeitraum. Wir müssen jetzt ein paar Sachen fertig machen. Lass uns da die Kooperation ready machen. Okay. Lass uns das alles gut auf dem Weg. Und ich so, ah, die Welt muss den hören und bla, der ist geil. Und der so, ja, aber der ist auch noch in einem Monat geil. So, ne? Und es hat sich auch so bewahrheitet, dass das auch ganz gut sein kann. Da haben die natürlich auch mehr Ahnung, weil die Algorithmen kennen, ne? Weil die sehen ja das große Ganze. Ja, zumindest auch der Sache eine Chance geben. So. Ja. Also ich denke schon lange nicht mehr, dass ich alles weiß. Rap-mäßig ja, aber auf allen anderen Gebieten ist es auch okay, auch sich mal ein bisschen belehren zu lassen. Nicht belehren, aber Inspiration oder Input oder was auch immer. Aber bist du so, bist du weniger sturköpfig mittlerweile, was Rap angeht, oder bist du immer noch genau derselbe Rap-Nazi wie früher, nur dass du es nicht mehr so äußerst? Das ist gut gefragt. Es ist schon so, ich mache meinem Unmut viel weniger Luft in solchen Formaten zum Beispiel, weil ich glaube, es kommt nichts Gutes bei raus. Es bringt doch niemandem was, wenn ich mich jetzt über 20 verschiedene Rapper auslasse. Falsch. Für mich macht es keinen Sinn. Würde Sinn machen. Nee, weil... Also für mich, weißt du, weil ich würde denken, was soll dann passieren so? Im besten Fall gibt es vielleicht einen, der diese Kritik annimmt, aber dann könnte ich sie ja auch direkt der Person gegenüber äußern. Oder ich könnte vielleicht noch nicht mal Kritik, vielleicht wäre es sogar besser zu sagen, ey Dicker, ich glaube, wenn du das machen würdest, würde noch mal was anderes bei rauskommen. Oder ich finde, du musst das gar nicht so machen. Aber am Ende des Tages ist es alles persönliche Sachen und da so rein zu grätschen, ich weiß nicht. Aber jetzt, ich bin schon auch der sogenannte Rap-Nazi, vom Geschmack her, das heißt, ich mag wirklich nicht viel, Alter. Ja, ich feiere nicht viel, aber ich bin auch offen genug zu verstehen, dass es andere Realitäten gibt. Ne? Also meine Realität, meine Blaupause meines Lebens, die kann ich nicht auf jeden anwenden und kann nicht sagen, das drücke ich euch allen auf, so, weil der eine mag dies, der andere mag das. Und ich meine, bei Comedy ist es wahrscheinlich nicht anders. Du hast 1000 Comedians. So. Ich feiere auch so wenig. Dicker, wenn ich alles jetzt an amerikanischer Comedy, an Louis C.K. oder so messen würde, würde ich ja sagen, Dicker, ich gucke mir nie wieder aus Deutschland was an. Ja. Aber das kann ich ja nicht, so, weißt du? Also du bist nicht Louis C.K. in der Innis, ist nicht Louis C.K. und keine Ahnung. Also das ist doch, jeder muss doch auch seinen Platz irgendwie bekommen für sich. Ja, voll, aber das ist so, man denkt sich, also ich denke mir bei meiner Comedy so, also ich mache ja nur das, was ich lustig finde, ne? Und ich habe Glück, dass, keine Ahnung, hunderte oder tausend von Menschen das auch genauso sehen oder sich davon überzeugen lassen. Und dann denkt man sich aber so, wie kann das denn sein, dass hier, keine Ahnung, Oliver Pocher, also ich kann ja Namen nennen, ne? Oliver Pocher, Faisal Kavusi, jemand, der demnächst auch in Podcast als Gast kommt, dass solche Leute vor so vielen Menschen spielen. Und dann denke ich mir aber, ah ja, ich weiß ja, warum das so ist. Weil der deutsche Grundhumor halt ein Haufen Scheiße ist. Und dann feiern die natürlich auch Leute, die deren Humor bedienen. Also so. Und so ist das ja bei Musik nicht anders. Also wie viele Leute kennst du oder von 100 Leuten, wie viele Leute wissen, was guter Rap ist? Oder
sind der Meinung, die wissen, der ist ein krasser Rapper, weil der hat so und so viele Streams. Also es gibt wenig Leute, die Ahnung haben. Und solange aber die Leute, die Ahnung haben, bei dir landen, und das sind dann halt nicht 15.000, sondern 5.000, ist eigentlich alles fein. Aber man wünscht sich trotzdem, dass 15.000 Ahnung haben und dass die dann alle kommen. Hm. Weißt du, ich meine? Ja, aber die Frage ist ja, wie viel kann man an ändern so und an wem, ne? Also ich bin überzeugt davon, an sich selber was zu ändern, ist am Ende oftmals effizienter und effektiver. Und wenn ich das jetzt auf mich beziehen müsste, ich habe zum Beispiel in meinem Live-Geschäft, ich habe immer mein Ding gemacht, aber ich habe schon auch immer geguckt, okay, was kann ich noch machen, was kann ich noch verbessern, so, weißt du, was ist mir wichtig, aber was ist anscheinend auch den Leuten wichtig, so, ne? Und ich kann ja nicht darauf warten, dass die ihren Geschmack alle jetzt verändern. Mhm. Ich kann hoffen, dass die einen Geschmack haben, der irgendwie mit dem, was ich mache, irgendwie übereinstimmt. Aber am Ende des Tages kann ich nur selber sagen, du, wenn das jetzt das Ding ist, was für die wichtig ist, dann muss ich für mich überlegen, ob ich das so will oder nicht, so, weißt du? Ja. Hast du schon mal, gab es schon mal so eine Entscheidung, du musst auch nicht sagen, welche, wo du so gedacht hast, ich sag mal so, eigentlich bin ich das jetzt nicht. Aber das Geld ist auch schon lecker. Ja, ich müsste erstmal in meiner Geschichte zurückgehen. Die ganzen Entscheidungen, es gab oft Situationen, wo ich mich nicht richtig wohlgefühlt habe. Zum Beispiel, es gibt so Sachen, die sogenannten Clubshows. Das kann super geil sein, aber es kann auch sein, dass die Leute einfach glauben, die haben irgendwie einen Clown gebucht. Ja, ne? Ja, safe. Und dass dann, ich hatte so Sachen, wo in der Backstage dann auf einmal die ganze Familie stand und die glauben, und das war zu einem Zeitpunkt, wo ich noch nicht so viel für die Clubshows genommen habe. Dann irgendwann habe ich gesagt, du, ich kann ja auch nicht zu allen ekelhaft sein, ne? Mhm. Aber ich bin halt jetzt nicht hier irgendwie, keine Ahnung, so, weißt du, nur weil ich da hinkomme und performe, ja, heißt nicht gebucht, nicht, bin ich zum Anfassen. Ja, ich bin nicht deren Clown und dann lasse ich mir das zumindest so sehr vergüten, ja, dass ich den Schmerz weglachen kann darüber, ja, ne? Du, keine Ahnung. Also ich habe bei solchen Sachen, ich habe dann immer auch geguckt, wie machen das meine Kollegen. Und ich habe zum Beispiel echt, von Siggi habe ich gelernt, dass dieses, wenn du selbst bist und wenn du authentisch bist, dann ist es auch egal, in welcher Talkshow du landest und so weiter. Das kann dann auch mal nach hinten losgehen. Mhm. Ich meine, Markus Lanz hat man ja damals gesehen, da hat es nicht funktioniert. Da fanden die das nicht geil, dass er authentisch war, sondern die wollten ihn in dem Moment angreifen. Aber bei ihm habe ich gemerkt, Dicker, sei doch einfach so, wie du bist, ja, ne? und entspann dich und scheiß ein bisschen auch drauf. Und keine Ahnung, aber ich hatte schon Situationen, wo es sich nicht richtig geil angefühlt hat, aber es hat sich nie nach Prostitution angefühlt. Ja. Also ich hatte nie so das Gefühl, Alter, so, du stehst hier auf der Bühne mit einem Song, den du über alles hast. Ja. Es war eher andersrum. Es gab zum Beispiel so Sachen wie, dass Leute von mir gedacht haben, ich sollte wie früher sein. Ja. Und dass ich dann denen auch klar machen musste, nee, das bin ich aber nicht so. Ne? Und ich werde jetzt LMS nicht nur nicht performen, weil es auf dem Index steht, sondern ich sehe da für mich jetzt kein ja, aber jetzt machst du, weißt du, dann immer mit ihren Logiken, ja, aber jetzt machst du so eine Musik und weißt du, und jetzt, du willst mir doch nicht ernsthaft jetzt sagen, dass du AMG besser findest als LMS. Und dann ist so das Ding, da muss man einfach zu sich selber stehen und da muss man sagen, nee, doch, ja, ist so, wie es ist. Also ich kann es auch weil ich bin ja nicht der Artist, der du bist, ich bin ja da auch Fan. Und ich weiß noch, in Köln, als ich damals da war, 2012 war das, und da hast du einfach, es war, glaube ich, eine der Ausnahmen oder so, da hast du Urteil performt. Und man wusste aber, das ist was ganz Besonderes, dass ich das jetzt hier erwische, dass ich das einmal live hören kann. Und das ist halt krass. Weil das hat mir zum Beispiel echt irgendwann keinen Spaß mehr gemacht. Ne? Ja, glaube ich. Ich musste das lassen einfach. Ja. So, das hat gar keine politische Entscheidung oder so, sondern mir war klar, du, das bin ich nicht. Und deswegen, du hast vorhin diesen Beef da angesprochen. Ich fand überkrass, was J. Cole gemacht hat. Ich finde den Track übergeil, den er gemacht hat. Aber dass er auf der Bühne stand und ich konnte es total nachvollziehen, dass er gesagt hat, er meinte doch, it don't sit right with my spirit. So, ja, ne? Ja. Und Dicker, und ich so, ja krass, Mann, es hat sich für ihn nicht richtig angefühlt und er ist jetzt irgendwie seinen Homies gegenüber in irgendeiner Form unloyal mäßig, so von wegen, ja bla, du hättest jetzt hier deinen Mann stehen müssen, und die denken, das ist schwach. Für mich war das tatsächlich der stärkste Move innerhalb dieses ganzen Battles, weil jeder kann einen Song schreiben, wo er jemanden beleidigt. Ja. Und jeder von denen kann gut rappen, so, ne? Da wird jetzt nichts super Wackes bei rauskommen. Nein, safe nicht. Aber so viel Mann zu sein, zu sagen, ey, ich fühle das nicht mehr oder ich entschuldige mich oder
Ich fand das so stark. Kurzen Alter. Zeitraum, Mann. Aber dann trotzdem, haut den Track nicht raus. Es ist doch trotzdem sein Dings und ich fand das trotzdem gut. Der steht für sich so, ne? Ja. Also ich fand das bewundernswert. Von all den Typen ist J. Cole mein Liebling, mein absoluter. Okay. Und ich konnte mich damit am meisten identifizieren und habe gesagt, Dicker, das ist so real so, obwohl er weiß, er wird so einen Shitstorm kriegen. Ja. Die Leute werden ihn richtig verfluchen. Ja, natürlich. Und ich würde den doch auch gerne im Battle Mode hören. Denkst du, ich würde nicht J. Cole gegen Kendrick? Dann aus dem Sportlichen heraus. Dann redest du doch nicht gut. Ja, aber ich fand die Entscheidung richtig. Nein, weil Entertainment über alles. Sein Ding ist. Entertainment über alles. Also wie es den Leuten persönlich geht, ist scheißegal. Ja, aber du bist halt auch. Ich will Krieg sehen. Battle Rapper, live. Ja, ich will Krieg sehen. Ich will immer, dass Leute sich beefen. Ja. Vor allem eine Stunde vorm Interview schreibt der Manager einfach, ist aber kein Fitner-Talk heute. Ja, ja, genau. Meine Güte. Nee, dann ist es keiner. Scheiße. Nee, ich will das immer. Also für mich das Maximum Entertainment, weil ich es da selber auch betreibe. Entschuldigung. Es ist doch auch entertaining. Wenn es sportlich ist, ist es doch auch cool. Voll. Wenn da nicht die ganze Familie immer direkt drin landet. Nee. So, deswegen kann man es ja auch nicht, also ich kann es zum Beispiel nicht mehr machen, weil ich mir sage, Dicker, dafür habe ich keinen Nerv. Dass Leute, und dafür ist es mir dann auch nichts wert. Da kannst du mir auch echt 10 Millionen hinlegen und sagen, hier jetzt einmal beefen. Ja. Aber wenn das heißt, dass meine Familie beleidigt wird, da bin ich raus, Alter. Ich finde die auch faszinierend. Die Leute, die sich von oben bis unten ihre Kinder, ihre Mütter, ihre Väter beleidigen, weil, aber danach sich in den Arm liegen, ja, und oder sich auch diese Androhung, ja, ich werde den jetzt umbringen, mhm, und jetzt passiert dies und das und dass sie das alles mitmachen. Also dafür ist mir mein Leben, meine Familie, meine, ja, Gesundheit und alles, was damit zu tun hat, ist mir zu viel wert. Ja, aber wenn damals jemand zu dir vor dir stand und gesagt hat, ja, deine Mutter hier, deine Mutter da, dann, wenn du Battle-Rapper bist, weißt du ja, in einem Rap-Kontext, okay, der kennt meine Mutter nicht mal. Nein, ja, aber Battle-Rap ist ja auch Rap-Kontext. Aber diese, deine Mutter ist noch so, da kann man auch noch sagen, das ist ja irgendwie auch ein Teil von Rap und voll, das kann man mittlerweile eindingsen. Wobei ich auch kein Riesenfan davon bin, auch Mütter zu beleidigen. Aber so ein, zwei Hurensöhne habe ich aber bei den letzten Alben trotzdem gehört. Guck mal, wenn Battle Rapper auf die Bühne gehen, wenn wir jetzt ein Battle hätten und wir einigen uns darauf, Dicker, wir ziehen unsere Familie in den Dreck, dann haben wir uns da vorher ja darauf geeinigt und ich glaube auch kaum, dass ich danach das Recht hätte, die eine zu klatschen oder du mir. Ja. Aber man kann auch vorher ausmachen, dass wir es nicht machen. Genau, dann finde ich das auch anspruchsvoller auch. Genau. Ja. Aber so, also das, was so im Rap-Game passiert und was die Leute, also dieses so kaputt machen um jeden Fall und ich weiß, du liebst es, aber halt dieses Verletzen um jeden Fall, das ist nicht mein Ding. Deswegen, ich würde nicht battlen. So. Damals wäre bestimmt so ein Sammy Savage-Battle, wäre geil gewesen, glaube ich, so auf Gott, Tracks. Gott. Aber das haben ja dann Sammy und Assad gemacht und das, yeah, war natürlich sehr entertaining und ja, also es wurden schon noch Grenzen damals gewahrt, ne, die es dann irgendwann nicht mehr gab. Ja, yeah, aber dann musste, das Ding bei dir ist, ich sag mal jetzt, das Problem, was ich mit dir habe, ist, dass man dich, du musst zu krass gepiekst werden, bis du mal zurückschießt. Ich schieß gar nicht mehr zurück. Ja, ich weiß, aber es gab jetzt so, weiß nicht, wie gab es, 3-4 Mal oder was, oder nehmen wir mal Urteilen, Matrix, Renexekution sind jetzt die einzigen, die mir direkt einfallen. Mhm. Und da, also da musste, man musste schon hart auf den Sack gehen oder richtig übertreiben, oder musste man, damit du dir denkst, weißt du was, es reicht langsam, aber ich kommt dir auch drauf an, gegen wen. Gegen René war so, da war das Ding, der war ja ein Kumpel von uns. Und ich dachte wirklich, der hätte mich gedisst, nachdem die das in dem MC-Forum erzählt haben. Ja. Und deswegen, ich war einfach menschlich übertrieben enttäuscht. Ja. So. Weil Echo ist ja können, klar, was da los, ja, war, ne, zwischen uns. Und bei Matrix, Dicker, Matrix ist ja nicht mal ein Diss-Song, ist ja nicht mal ein Battle-Song. Es gibt, klar, hier und da Zeilen, aber dazu muss man auch sagen, ich finde schon, dass Kolle und ich auch in unserem Sportlichen ein bisschen sich gegenseitig anteasen, so, mhm, dass das schon auch cool geblieben ist. Das ist jetzt wirklich nicht so, voll, weit unter die Gürtellinie. Wir waren trotzdem in der Lage, uns danach auch die Hand zu geben, ja, und zu umarmen und zu sagen, ey, cool, und ich gebe ihm seinen Respekt für das, was er macht, er gibt mir meinen Respekt. Und wenn das noch ekliger geworden wäre, dann hätte ich sowieso gar nichts gesagt. Ja. So, ne? Und insofern war das auch nie, weißt du, es war eher so zu der Allgemeinstimmung etwas sagen. Ja. So, ne? Und es war ja auch, ich finde auch richtig, dass er auch für sich seinen Platz so beanspruchen wollte. Und insofern, ich habe immer gesagt, Dicker, wenn er nicht auf mich losgehen würde, würde ja für mich heißen, ich bin nicht gut, so, sondern dann bin ich irgendein Lauf für ihn. Verstuckt, weißt du? Ich bin nicht der King. ich weiß noch, in einem Interview sagst du ja mal so, meinst du, also ich bin jetzt hier offiziell der König, weil der Savas ist raus, weil ist das hier, ich brenne wie eine Kerze. Nee, der ist raus. Also ich bin jetzt hier der neue König. So. Ich finde das auch, ich finde das voll geil. Aber Thema Kollege, da habe ich nämlich mal eine Frage zu. Also nicht jetzt beefmäßig, sondern Thema Technik. Weil, also, ich habe so als Laie, aber als, ja bitte, Pause machen.
Ja, machen wir jetzt eine Pause.